Hallöchen, ich bin Nadine von stampingclub.de und ich habe euch heute eine Kartenverpackung mitgebracht, also quasi ein Kartengeschenkset, mit dem ihr eure gemachten Grußkarten verschenken könnt. Und wenn ich das hier mal aufklappe, ihr seht, es ist nur halb gefüllt. Hier auf der Seite sind 5 Karten drin und Umschläge. Je nachdem, wie hoch eure Karten sind und wie dick eure Karten sind, können da bestimmt 10 Karten inklusive Umschläge passen da rein. Das heißt, ihr könnt wunderbar eine kleine Freude so verschenken. Das möchte ich heute mit euch zusammen basteln. Und dazu benötigt ihr zuallererst euer Stanz- und Falzbrett für Umschläge. Ihr seht schon, ich habe da ein bisschen angestückelt, denn das Ding ist, unser Brett hier geht nur bis 13 cm. Wir müssen nun aber weiter hinaus und deshalb habe ich an unserem karierten Papier was rausgeschnitten, und zwar von 11 bis 16 cm, quasi dieses Stück an der Seite. Wenn ihr es unten rausschneidet, müsstet ihr es einmal rumdrehen, also mit diesem weißen Rand zuerst dran kleben. Ich finde es von der Seite her besser, also schneidet raus von 11 bis 16 cm und klebt es einfach hier dran an die Markierung. Um diese beiden Boxen zu erstellen, benötigt ihr 2 Blätter in 25 x 25 cm. Ich habe hier Flüsterweißfarbkarton genommen, den normal dicken, denn den extra starken, den hätte ich auch sehr gerne genommen, allerdings gibt es den nicht in so einem großen Format. Und wir starten nun mit der ersten Box. Ihr legt das Papier an bei 12,7 cm. 6, 7, so, dann stanzen und falzen, dann schiebt ihr das Papier weiter und da seht ihr schon, gehen wir über das Brett hinaus zu 15,5 cm und auch hier wieder stanzen und falzen. Dann, wie ihr das bei den Verpackungen kennt, richten wir uns jetzt nur noch nach diesen beiden Linien und legen jeweils an der Falzlinie an, um wieder zu stanzen und zu falzen. Und hier gehe ich übers Brett hinaus. Das heißt, ich gehe eigentlich nur bis zum Ende des Brettes und den Rest mache ich nachher per Hand. So, und jetzt die zweite Linie. So, jetzt sind wir einmal rum. Die Ecken abrunden braucht ihr hier nicht, denn die wird man nachher eh nicht sehen. Was wir nun machen ist, wir schneiden quasi das hier ab und schneiden auch den Teil hier ab. Und das machen wir jetzt einfach mal. So sieht das dann aus. Und dann machen wir hier jetzt noch eine kleine Lasche rein. Also so einen kleinen Keil, damit wir dann nachher das ineinander kleben können. Also die Box quasi zusammenkleben können. So, das Ganze brauchen wir jetzt noch ein zweites Mal.
Aber bevor ihr beim zweiten Mal irgendwas abschneidet, wartet noch einen Moment. Sodele, was wir hier jetzt abschneiden, ist dieser Teil und auch wieder dieser Teil. Und hier kommt nicht die ganze Lasche weg, sondern wir nehmen hier ungefähr 1,5 cm von der Falzlinie ab. Machen wir da den Schnitt. Nehme ich am besten meinen Papierschneider. Ich lege also diese Falzlinie bei etwa 1,5 cm an. Und schneide das dann ab. Ich hoffe, das kann man sehen. So, also hier wegschneiden. Und hier wieder eine Lasche. Das Ganze falzen wir nun mit dem Falzbein nochmal ordentlich rundherum nach. Okay, nun geht es an das Zusammenkleben. Aber einen Schritt vorher müssen wir noch machen. Und zwar ist es eher so ein optisches Ding. Ich mag das nicht, wenn hier diese Ecke raussteht. Die schneide ich ab. Und zwar mache ich das gleich mit dem Papierschneider. Aber damit ich weiß, wo ich schneiden muss, mache ich mir hier eine kleine Kerbe rein mit der Schere. Genauso an dieser Seite. Muss nicht hundertprozentig sein, aber man kann sich hier an der Falzlinie ein bisschen orientieren, dass der Abstand zur Markierung auf dem Falzbrett ungefähr gleich ist. Dann macht man einmal Schnipp. Und hier auch einmal Schnipp. Und dann sind die hässlichen Ecken weg.
Nun geht es ans Zusammenkleben. Und wir haben hier diese eine Lasche, die es bei der anderen Seite nicht gibt. Und ich würde sagen, den ersten Schritt, den wir machen, ist hier Kleber aufbringen auf dieser Lasche, nah an der Falzlinie. Ich verwende da wieder mein Abreißklebeband, also mein doppelseitiges Klebeband. Ja, es heißt Abreißklebeband, aber man kann es so wie ich auch gerne schneiden. Also diese kleine Lasche wird nun hier bündig an die Falzlinie geklebt. So, und ihr seht, das ist quasi das Grundgerüst. Ihr müsst jetzt nur noch links und rechts eure Umschlagtaschen zusammenkleben. Und das machen wir jetzt. So, und ihr seht, das ist quasi eure Grundverpackung. Die fixieren wir jetzt noch ein bisschen, denn ist noch ein bisschen lapperig. Und wir brauchen dafür ein Stück Marineblau in 16 cm Länge und 3,5 cm Höhe und zwei Stück Marineblau in
16 cm Länge und 11,5 cm Höhe. Jetzt müssen wir aber, bevor wir das Ganze zusammenkleben, erst nochmal ein Stück Band unterlegen. Ich habe hier unser Mini-Fischgrät-Band verwendet. Seht ihr das? Ganz tolles neues Band in Bermuda Blau. Und ihr legt es ungefähr mittig hin und klebt dann das Ganze aufeinander. Und das gleiche natürlich auch mit den großen Seiten. Einfach Kleber drauf und dann ab auf die Verpackung. Und hier mal ja auch gleich schon Kleber drauf. So, und jetzt finde ich es ganz schön, wenn die Vorderseite so dekoriert ist wie die Karten, die sich innen drin befinden. Und deshalb habe ich hier schon mal was vorbereitet mit dem Stempelset Ganz liebe Grüße aus dem Hauptkatalog. Davon habe ich bereits auf meinem YouTube-Kanal ein Video, das zeigt, wie man diese Karten macht und auch mit diesem kleinen Trick mit der Blume. Das könnt ihr euch anschauen, das werde ich euch auch nochmal im Abspann verlinken und ist quasi die Dekoration für die Box genauso, wie es auch bei der Karte war. Noch ein bisschen Bling drauf und jetzt kann ich hier, nehmen wir vielleicht mal den Flüssigkleber, kann ich hier quasi die Dekoration aufbringen. Der flüsterweiße Farbkarton, den ich hier dekoriert habe, hat ein Maß von 15,7 x 11,2 cm, sodass ihr schön bündig rundherum den gleichen Abstand zu eurem marineblauen Farbkarton im Hintergrund habt. So, und nun muss diese Box eigentlich nur noch gefüllt werden. Ihr könnt natürlich die Maße auch ganz individuell anpassen, sodass ihr zum Beispiel Schokoladenverpackungen
reinstecken könnt. Oder wenn ihr Karten habt in einem anderen Format, könnt ihr individuell anpassen. Ihr findet dazu auf meinem Blog einen Rechner für für das Stanz- und Falzbrett für Umschläge bzw. das Envelope Punchboard und könnt dort individuell die Größe eurer Box anpassen, sodass sie auf euren Inhalt passt. Das war's von mir. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.